Servus YouTube und willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Und heute gibt es wieder ein Unboxing für euch und heute etwas ganz Besonderes. Und zwar habe ich mir auch mal die Loot Raider Premium gegönnt. Ihr seht es hier schon, sie steht hier etwas, ja, seitwärts. Irgendwie ist da bei der Bedruckung etwas schief gelaufen oder so. Weil öffnen tut man sie hier oben, also da oben. Der Druck, ja, etwas verschoben, denke ich mal. Super verschoben. Ich zerlege hier schon meine Review Stage. Moment. So, wieder angebaut. Ich habe hier die Box 84 von 125. Gepackt wurde das Ganze vom Tom. Und dann würde ich aber auch schon sagen, schauen wir doch mal, was uns der Tom hier so in die Box gepackt hat. Ich werde es jetzt so machen, die Box hier öffnen. Ihr könnt diesmal zwar nicht oben reinschauen, aber was soll's, da seht ihr eh nur Packingmaterial. Drum muss ich hier ab und zu etwas länger suchen, aber eins sehe ich schon, das schaut hier oben raus und das holen wir auch gleich mal raus. Oh, überall die Verpackungsbohnen, oje, oje. Erstmal abmachen hier, das Teil war wohl etwas magnetisch. Dann haben wir hier eine Uhr, eine Pixeluhr, Pixel Time, I love Pixel, hier hinten, die Verpackung von hinten, also eine, dürfte eine Quarzuhr sein, denke ich mal, dürfte keine Funkuhr sein, weil es steht nichts drauf, hier, Pixel Time, etwas dreckig, da hier die Verpackungsschnitzel dran geklebt sind, aber was soll's, eine simple Uhr, schwarz, sieht nicht mal so schlecht aus, Platzprobleme, die Schachtel ist nämlich sehr groß, dann legen wir es hier mal zur Seite, dann suchen wir das nächste Item, was wir hier finden. Dann haben wir hier ein Pac-Man Bierglas. Color Changing Pint Glas. Color Changing. Roomtemperatur schwarz oder gräulich. Ach nein, so rum. Also bei Zimmertemperatur keine Farben. Und wenn es ein kaltes Bier drin ist oder ein kaltes Getränk, wird es farbig. Ich hole euch die Tasse auch mal aus der Verpackung hier. Die Tasse, das Glas. Also, so sieht es hier aus. Spiegelt etwas. Oh, man kann es erkennen, es ist ein Pac-Man-Level mit den Punkten, den Geistern. Die Geister hier werden dann farbig wie der Pac-Man und die Früchte. Also, schnell wieder verpacken. Schnell wieder verpacken. Also ein Color Changing Glas. Auch nicht schlecht. Gläser kann man brauchen. Immer wieder mal, wenn Gäste kommen. So, dann machen wir hier weiter. Was haben wir hier noch? Das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Das kenne ich. Tetris Lights. Das kenne ich. Die hat einer meiner abonnierten Channels, Lama Wilson, ein amerikanischer Channel, schon mal vorgestellt. Die sind nicht schlechte Dinge. Die sind nicht schlecht. Jetzt habe ich sie auch. Ich wollte sie mir schon bestellen. Jetzt brauche ich sie mir nicht mehr bestellen. Ich würde sagen, wir holen die hier mal raus. Wenn ich jetzt die Schachtel hier rausbekomme. So. Verpackung oben drauf, Bedienungsanleitung dahin. Na, wie gehst du? Ah, okay. Das sind mehrere kleine Schachteln nochmal. Oder auch nicht. Eine kleine, eine große Umhülle. So, jetzt weiter. Wie geht's auf?
Da ist zugeklebt. Einmal aufreißen. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier einen blauen Balken. Das ist auch gleichzeitig das Hauptteil. Hier Netzteilanschluss. Ein und an, aus und einschalter. Man sollte sowas nicht machen, wenn man direkt aus der Arbeit kommt. Dann hier das Rode. Ich sage immer Z dazu. Dann was haben wir noch? Das orange Öl. Das grüne Z. Weiß schon gar nicht mehr wohin damit. Da hinten hin. Dann haben wir hier das lila Öl. Und das war das pinke Öl, sagen wir mal so. Das ist das lila Tee. Jetzt. Und dann haben wir noch etwas. Das dürfte jeder wissen, was es ist, der sich etwas beschäftigt mit Tetris. Und zwar ist es das gelbe Quadrat. Und was ist in der kleinen Schachtel? In der kleinen Schachtel wird das Netzteil sein. Ja. Gut, da werde ich euch doch am Ende des Unboxings noch die Review dazu, wie es aussieht, hinzufügen. Beziehungsweise euch das zeigen. Also packen wir die Dinge mal zur Seite der Wahl. Das mache ich am Ende des Videos, zeige euch das, wie es aussieht. Also, diese Sachen zur Seite. Entschuldigung für die etwas jetzt unorthodoxe Art fortzufahren. Aber es sind da große Sachen drin. So, was haben wir hier noch? Ich fühle einen Plüsch. Einen Plüsch. Wo ist er denn? Da ist er. Und zwar einen, ach, der frisst hier schon die Verpackungsbohnen. Einen Pac-Man Plüsch. Bandai Namco Games, also lizenziert. Ist hier auch mit Karton oder Kunststoff oder was es ist, das Mund. Der Mund kann man sich ins Auto hängen oder ans Wohnzimmerfenster. Gut, ein Pac-Man Plüsch. Dann, was haben wir hier noch? Mit den Verpackungsbohnen. Oh, ich fühle noch was. Und zwar noch ein Plüsch. Kann es das sein? Was ist es? Es ist ein Geist vom Pac-Man. Und zwar der blaue Geist. Auch wieder von der Namco lizenziert. Der ist hier flauschig. Flauschig, weich. Weich und flauschig. Im Gegensatz zum Pac-Man, der ist nicht ganz so flauschig. Finde ich jetzt. Da ist der Geist schön weich und flauschig. Okay. Genügend flauschig und weich. Weiter geht's. Haben wir hier noch was? Ich muss mal kurz hier reinschauen. Ich habe noch ein Teil. War's doch schon. Muss hier mal kurz durchwühlen. Ja, ich glaube, das war es. Hier ist auch anscheinend keine Spoilerkarte irgendwie, keine Szenenkarte. Nee, hier ist keine. Nein, keine Karte. Okay, das scheint alles zu sein. Wenn ich das so richtig sehe. Ja, es ist alles. Und zwar haben wir hier noch von getdigital.de Nerd-Eiswürfel. Und zwar, die holen wir auch mal raus, haben wir hier, wenn ich richtig liege, Pixel Monsters. Und wenn ich es richtig weiß, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, sind das die von Space Invaders. Okay. Das sollte dann alles gewesen sein. Ich habe zumindest nichts mehr gemerkt. Wenn wirklich, reiche ich es euch nach.
am Ende des Videos, wenn ich noch was finden sollte in dem ganzen Verpackungsmaterial. Eins sehe ich hier gerade noch, das hier am Deckel dran klebt. Und zwar eine Batterie von Konrad Electronics. Ich denke mal, die wird für die Uhr sein. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach einem kurzen Cut wieder. Und zwar mit der Tetris-Leuchte, die ich euch zeigen wollte. Also, bis gleich. Willkommen zurück, und da bin ich wieder, und zwar mit der versprochenen Lampe, die ich euch zeigen wollte. Die Tetris-Lampe. Ihr seht schon, ich habe schon vorbereitet, es ist angeschlossen. Das blaue Teil. So. Ich hoffe, man kann es sehen. Ja, man sieht's. Gut. Und auf das blaue Teil kann man nämlich hier. Bleib an. Auf das blaue Teil kann man hier natürlich die anderen Teile per Kontakt draufsetzen und die fangen dann ins Leuchten an, wie man sie sieht. So. Dann kann man hier natürlich an der Seite. Moment. Ist hier etwas ungünstig bei mir, da der Tisch nicht komplett gerade ist bei mir, sondern einen Bogen hat. Deswegen ist es etwas, ja, anderweitig nicht so, dass es immer gleich zusammensteht. Also seid mir da nicht böse. So, dann haben wir hier natürlich noch das hier. Also man kann die zusammenstellen. Dann fangen die das Leuchten an. Muss nur schauen, wie ich es stelle. So. Ich hoffe, der bleibt jetzt stehen. Ich will es bloß mal testen. Ja, er bleibt stehen. Ich zeige es euch hier oben. Also wie gesagt, wenn man die Teile hier zusammenstellt, per Kontakt, dann fangen sie das Leuchten an normal, wenn sie richtig zusammenstehen. Also ab und zu muss man etwas spielen, dass sie anbleiben. Hier mit der Lampe vom Paladon. Aber ihr könnt sie aufbauen, wie ihr wollt, durch das ihr hier zum Beispiel nur den blauen Balken habt, der hier das Netzteil braucht, könnt ihr sie eigentlich aufbauen, wie ihr wollt. Mal sollte das auch gehen. So. Man muss halt immer schauen, dass man es richtig trifft, dass es leuchtet. Wie ihr schon seht, die Erschütterungen, die ich hier mache, wenn ich die Teile nehme oder wenn ich etwas dran komme, sind hier nicht ganz gut zu verkraften bei der Lampe. Aber ich muss sagen, die Lampe ist eigentlich sehr schön gemacht. Und für ein, ja, Regal, wo man es reinstellen will, ist es eigentlich auch nicht schlecht, wenn man hier die Teile so zusammenstellen kann. Und man kann sie immer wieder umsortieren, anders stellen. Wichtig ist, dass sie halt Kontakt haben auf den hier Flächen, auf den silbernen. Das sind die Kontaktflächen meines Erachtens. Beziehungsweise nicht nur diese, sondern auch wahrscheinlich diese hier. Ja, man sieht es jetzt schlecht, weil ich mein Licht ausgemacht habe. Auf jeden Fall funktionieren die mit Kontakt. Der bleibt jetzt nicht stehen, aber den kann man hier so drauf bauen. Wenn man zum Beispiel sagen will, ich bin nicht gut im Tetris, also dann baut man vielleicht sowas zusammen. Man kann auch den dann da unten reinnehmen. Da hat man zwar Löcher drin, aber wie gesagt, die Lampe ist eigentlich sehr schön für ein Bücherregal, Fernsehregal oder wenn man sie irgendwo ins Regal stellt. Finde ich die Lampe eigentlich ganz gut. Auch hier so. Ja gut, der bleibt jetzt so leider nicht stehen, was er eigentlich im Tetris-Spiel gemacht hat. Ja. Gut, man hat halt kleine Einschränkungen. Man muss nicht immer sagen, gut, es muss so und so funktionieren, wie jetzt im Spiel funktioniert hat. Ja, entschuldigt etwas, dass ich etwas mit der Kamera wackel, aber zum Beispiel so hier. Ja, wie gesagt, man muss immer schauen, dass die Kontakte richtig zusammen sind.
Es ist ab und zu eine Spielerei. Die Lampe an sich selbst ist ja eine Spielerei. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass sie hier ein verrückt leuchtet wie blöd. Ja, wenn man hier das noch reinsetzt. So kann man sich eigentlich immer schön einen Hintergrund, ach Gott, einen Hintergrund erstellen für zum Beispiel ein Figurendisplay, wenn man zum Beispiel Mario-Figuren hat oder Pac-Man-Figuren oder was, kann man das mit Tetris hier kombinieren. Ja. Es ist halt nicht gemacht für große Erschütterungen, ihr seht schon, da fällt der ganze Stapel um. Muss ich aber auch sagen, der Stapel hält es aus, wenn er umfällt. Es ist sehr guter Kunststoff. Fühlt sich auch qualitativ hochwertig an. Und ist von Paladon Tetris lizenziert. Also gut. Offiziell Tetris-Produkt. Man kann ihn auch stellen. Und dann, ja, jetzt mit meinem Kabel etwas komisch, so jetzt dann zum Beispiel hier so anfangen, dann hat man halt am Anfang, naja, scheiße, sagen wir so nicht, hier so am Anfang etwas scheiße Teile bekommen, auf Deutsch gesagt. Ja, er hat scheiße gesagt, etwas komische Teile bekommen. Hier, ihr seht schon, bei mir ist es mit dem Untergrund nicht gerade das Beste. Oder man macht so. Okay, gar nichts. So. Seht schon. Also es funktioniert. Man darf jetzt nicht erwarten, dass es jetzt weltbewegend ist. Da wollen wir mal nichts wegnehmen. Aber ich finde es eine sehr schöne Idee, eine pfiffige Idee, eine witzige Idee. Und man hat ja nicht ständig das Licht an. Also schon alleine die Teile irgendwie zu positionieren, dürfte sehr gut ausschauen. Und dann würde ich sagen, lang genug geschwätzt hier. Heute mal wieder bei den Unboxing. Klar, es war die Premium-Box von Loot Raider. Da gibt es meistens etwas mehr zu quatschen, was ich so gesehen habe in den bisherigen Videos. Und dann würde ich sagen, sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich, wir sehen uns auf meinem Kanal.